Peace Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Ja, wir sind hier beim Tenpenny Tower. Ich könnte jetzt einfach diesen Koffer hier öffnen und die Atombombe zünden, aber das machen wir noch nicht, weil wir erstmal alle Schlüssel hier einsammeln wollen. Wir müssen zur Republik Dave und damit wir da hinkommen, werden wir jetzt einfach mal hier hinreisen, zur Tempel der Einheit und dann werden wir laufen. Ja, Republik Dave. Was wird uns da wohl erwarten? Wahrscheinlich schon wieder irgendwas Verrücktes. Na, hier haben wir ja schon durchgewütet. Was denn jetzt schon wieder? Oh, ich war eine Morgusratte. Wenn das weiter nichts ist. Hier ist jemand. Das ist wahrscheinlich einer dieser Kühe, die da drinnen gewesen sind. Ja, wir gehen jetzt erstmal zu diesem Dreieck. Ich weiß nicht, sieht man irgendwas gut? Ich mach mal irgendwie so halbwegs das Licht an. Ich hoffe mal, ihr seht genug. Ich habe jetzt extra hier schon das Licht angemacht, ein wenig. Ich nehme mal die Sniper raus, vielleicht könnten wir irgendwo jemanden umsnipern. Schauen wir uns mal so um. Da läuft nichts rum, oder? Ist das da vorne was? Ne, ist nur ein Baumstumpf. Das muss ich mich gerade selber vorbeugen. Ah, eine Kuh! Ein Brahmin! Hey, hey, hey! Hey! Ratschi! Ja was, kann mal jeden passieren, dass du eine Kuh umschubst. Hm, da hinten, das scheint ein Autokino zu sein oder sowas ähnliches. Dann schauen wir uns das mal genauer an. Mal sehen, was das hier hinten so ist. Oder nee, ist eine Autobahnraststätte. Naja, da brauchen wir keine Sniper. Oh! Ah! Ich hasse das. Wisst ihr das? Denkt man sich nichts Böses, sondern liegt da so eine hässliche Mine. Ob das hier drin auch vermint ist? Nein, hier drinnen nicht, aber die... Ich glaube... Na, lecker. Naja, mal sehen, vielleicht ist hier irgendwas Interessantes. Sieht mal nach einem Raider-Versteck aus, muss ich sagen. Vorkriegsgeld... Das sind wir auch alles mit. Na, das macht schon... Wow! Oh, das war eine Falle. Ich hab gesagt, Raider. Na, ja, wir chillen jetzt mal so in aller Ruhe. Große Whiskyflaschen, und dann steht da drauf geschrieben Scotch. Dazu muss ich jetzt nichts sagen, oder? Nee, wir lesen jetzt mal kurz das Fähigkeitsbuch, weil wir haben ja Zeit. Geschichte Falschen um 2 erhöht. So, wo seid ihr, meine kleinen Raiderchen? Ein toter Raider. Transkript der Familie Keller. Jetzt haben wir schon wieder ein Transkript gefunden. Schön, scheint hier alles ausgeräuchert. Ich hasse das. Ist der Arm jetzt verkrüppelt immer noch oder nicht? Weil es kann ja sein, dass er wieder heile ist. Ich nehme jetzt einfach nochmal ein Stimpack. Ich weiß, war jetzt eigentlich sinnlos, aber... Haben wir wenigstens volles Leben. Der Vollständigkeit halber halt. Und wir haben Dogmeat nicht dabei, fällt mir gerade drauf. Naja, wir werden auf jeden Fall Dogmeat zur letzten Mission mitnehmen. Was jetzt ist, da brauchen wir Dogmeat eh nicht. Was ist das hier oben? Ja, so eine ein Sendeturm. Da scheint irgendwann drin zu sein. Knacken wir und was so auf 100%. Was? Ben Kedding? Wo steht der? Wo steht der? Ach, da vorne sitzt der. Elektrischer Schalter. Oscar Zulu Funksignal erhalten. Was ist das? Radio?
Bob Endersteen. Ich bin mit meiner Familie in eine Abflusskammer in der Nähe eines Radiosendeturms vor DC geflüchtet. Ein Junge ist schwer krank und braucht einen Arzt. Bitte helfen Sie uns. Wir warten auf 3950 Kilohertz auf Ihre Antwort. Wenn irgendjemand das hier hört, ich bin Bob Endersteen. Ich bin mit meiner Familie in eine Abflusskammer in der Nähe eines Radiosendeturms vor DC geflüchtet. Ein Junge ist schwer krank. Okay. Na Gott sei Dank, Wasser. Ich hab keins mehr. Sie müssen mir etwas Wasser geben, sonst bin ich erledigt. Da kann ich etwas Wasser geben. Einer hat Wasser geben. Tja, dann sind sie wohl erledigt, denn von mir kriegen sie ganz, ich hab kein Wasser übrig. Wenn ich etwas Wasser finde, komme ich wieder. Ja, da sind sie wohl erledigt. Das habe ich mir gedacht. Können Sie mir wenigstens den Schädel wegpusten, bevor Sie gehen? Ich habe keine Munition mehr, sonst würde ich selber machen. Helfen Sie uns. Also, irgendwie kommt der Kerl mir wichtig vor, deshalb werde ich ihn einfach mal ein Stück Wasser... Ein Stück Wasser, sage ich schon. Einheit Wasser. Sie haben mir gerade das Leben gerettet. Das werde ich Ihnen nicht vergessen. Okay. Ich kann noch nicht reisen, aber dank Ihnen werde ich bald wieder auf den Beinen. Ach so, ich möchte mein Wasser wieder haben. Ich habe gedacht, du könntest mir irgendwas Wichtiges sagen. Ja, da, mein aufbereitetes Wasser. Danke. Okay. Wenn irgendjemand das hier hört, ich bin Bob Endersteen. Bin mit meiner Familie in eine Abflusskammer in der Nähe eines Radiosendeturms vor DC geflüchtet. Also irgendwie... Mal sehen, wie lange wir noch dieses Funksignal haben. Also ich wette, es ist irgendwie schon so eine kleine Mission. Es hört sich auf jeden Fall interessant an. Das ist auch jetzt völlig neu für mich, dass da irgendetwas ist. Muss ich jetzt sagen. Das habe ich jetzt nur durch Zufall gesehen. Diesen Schalter. Hätte ich wahrscheinlich diesen Bänder nicht rumsitzen sehen, wäre mir das gar nicht aufgefallen. Verspricht auf jeden Fall noch interessant zu werden. Naja, hoffen wir mal, dass wir da irgendetwas herausfinden darüber. Eigentlich ist mir gerade aufgefallen, das Spiel Fallout bringt eigentlich seinen Namen nicht wirklich wieder, weil Fallout heißt nämlich radioaktiver Niederschlag und wir hatten bis jetzt noch kein einziges Mal Regen in dem Spiel, geschweige denn, dass er radioaktiv gewesen ist. Fällt mir einem Kram so auf. Wer kämpft denn hier? Oh, den hast du Schädel zerrissen. Was fährt denn hier gekämpft? Dogmeat? Ne, Sammlerhund. Den nehme ich aus. Das gehört mir. Was? Denken Sie nicht mal drüber nach. Diese Technologie aus der Enklave gehört mir, ganz allein. Bieten Sie irgendwas zum Verkauf an oder einen Kram zum Reparieren? Nee, das wird uns nichts bringen. Haben Sie vielleicht irgendwas hier. Interessantes? Nein. Ich muss mich auf den Weg machen. Tschö. Naja, ich würde den jetzt irgendwie gerne über den Haufen ballern, aber... Nee, so ein Arsch bin ich jetzt auch wiederum nicht. Ah, Quantum. Hier, den knacken wir. Verdammt! Hätte er so klappen können, dass es mal wieder auf Anhieb funktioniert. So. Haarklammerjet. Was können wir alles mitnehmen? Und das knacken wir auch noch schnell. Haben ja, wie gesagt, einen ziemlich fetten Skill. Klammer. Gut. Lightning. Questing Controls. Ach, ich mache jetzt immer wieder zu Zufallsverfahren. Presence. Conflict.
Na, ich wollte gerade sagen, jetzt hole ich meine Waffe raus und es attempts. Ach, kein Bock. Aber hier, da. Zieh mich mit. Ich frag mich, wo das Geräusch herkommt. Kommt von hier hinten. Ach, was soll's. Schauen wir mal draußen. Vielleicht haben wir wieder so einen interessanten Schalter oder vielleicht ist hier sogar irgendetwas Verrücktes. Nein. Gut, auf zur Republik Dave. Ich glaube sowieso, dass wir jetzt bald da sind. Mal kurz sehen, was die Karte sagt. Ja, wir sind gleich da. Ob das Ding schon ein Zeichen für die Republik ist? Ja, wie gesagt, bei solchen Wanderzeugs, da weiß ich nicht eigentlich, was ich sagen soll oder so, weil solche Fall so sagen, rechts sehen sie Bäume, links sehen sie nochmal Bäume und hier vorne sehen sie Republik Dave. Hey, cool, Kind. Hey, wer sind Sie? Was wollen Sie von der Republik Dave? Ein Kind, Kind im Herzen, keine Angst, ich will nur ein bisschen Republik mit dir spielen. Ich will niemanden verletzen, was ist das für ein Ort? Die Republik ist zerfallen, das Ödland ergreift erneut die Macht. Ich bin nur ein Herz hinter, ich muss jetzt gehen, ja, Kind im Herzen. Ich spiele so gern Republik, ich darf immer Dave sein. Ich bringe sie zu ihm, aber reden sie ihn immer mit Mr. President Papa an. Das mag er. Okay. Gehen wir mal rein. Funktion von Dave. Mal sehen, was es hier drinnen so gibt. Vorkriegsbuch. Hey, cool! Wahrnehmung. Nur durch Beobachtung erkennen sie die Schwäche. Was haben wir denn jetzt in der Wahrnehmung für eine Punktzahl eigentlich? Das interessiert mich jetzt irgendwie schon special. Charisma ist unten wegen unserer Rüstung. Ausdauer und Beweglichkeit ist momentan bei uns am schlechtesten. Chinesische Pistole. Sturmgewehr. Chinesisches Offizierschwert brauchen wir einfach nicht. Ach, wir gehen jetzt einfach mal in dieses Häuschen hier rein. Kapitulsgebäude der Republik Dave. Jemand aus dem Ödland. Wie in den Geschichten über Dave. Mann, die Brahmine stinken gotterbärmlich heute. Das kann ich erklären. Hey, ein Quantum schon wieder. Hey, die haben es ja wieder mit ihrer Quantum. Ich hoffe, Sie planen keinen. Ich bin Dave, Präsident der Republik Dave. Sie haben mich mit Mr. President anzureden. Andernfalls lasse ich Sie hinrichten. Also, Katze. Ein Gesuch für die Staatsbürgerschaft, einen Asylantrag oder einfach nur Urlaub in der Republik Dave? 100%, verehrter Präsident Dave. Ich bin der Botschafter aus dem Ödland. Ich bitte um Asyl, Mr. President. Ich möchte die Staatsbürgerschaft der Republik Dave erwerben. Ich bin nur ein reisender Mann. Könnte sagen, ich bin im Urlaub. Ja, ich brauche 100%. Sie kommen als Botschafter? Hervorragend. Schön zu sehen, dass das Ödland die Souveränität der Republik Dave endlich anerkennt. Wenn sich die Bewohner des Ödlands als großzügig und respektvoll erweisen, könnte ich mich dazu herablassen, sie zu annektieren. Was ist denn so bei Ihnen los, Mr. President? Mr. President, kennen Sie einen guten namens Mr. Crowley? Ja. Den Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Bevor ich vom Volk zum Präsidenten gewählt wurde, arbeitete ich mit einem Söldner namens Mr. Crowley zusammen. Wir waren Teil einer Expedition zum Fort Constantine. 100%. Was ist im Fort passiert, Mr. President? Crowley lebt, Mr. President. Ich muss Ihnen einen Beweis Ihres Todes bringen. Er sprach erst 100% des Eroberer. Zwei von uns starben. Crowley war einer davon. Der Rest führte die Mission erfolgreich aus und erhielt die Bezahlung. Gut, das andere? Lebendig. Ich habe mich immer gewundert. Er war mit einem Rudel wilder Ghule eingesperrt. Die greifen ja keine Ghule an. Wären Sie damit einverstanden, ihm einen persönlichen Gegenstand, wie etwa diesen Schlüssel, zu bringen und zu behaupten, Sie hätten mich getötet? 100%, Mr. President, was ist besonders an diesem Schlüssel?
Der Schlüssel als Geschenk wäre ein geschickter Schachzug, Mr. President. Ja. Das habe ich natürlich bereits gewusst. Ich wollte Sie nur auf die Probe stellen, um zu sehen, ob Sie das ebenfalls erkennen. Hier, nehmen Sie den Schlüssel. Er ist ein Geschenk der Republik Dave an das Ödland. Gut, ich muss jetzt los. Ja, wir werden das nächste Mal ein bisschen weiter mit der Republik Dave machen. Das war wieder Let's Play Fallout 3. Bis zum nächsten Mal, wenn wir hier uns in der Republik Dave weiter umsehen. Bis zum nächsten Mal.